Erlöse. Gründe, damit natürlich fehlende Deckungsbeiträge. Unten die Gründe dafür sind vielfältig. Das wäre redundant, das jeweils zu wiederholen. Infrastruktur, bauliche Voraussetzungen, Wege zeigen etc. pp. Das spielt ja natürlich mit eine Rolle. Auch die Ambition, wieder wachsen zu wollen, in der vorhandenen Bausubstanz, war sicherlich sehr, sehr optimistisch. Und das ließ sich leider bei einem sehr wettbewerbsintensiven Markt wie München, was eine der intensivsten, wenn nicht sogar der intensivste bundesweit ganz einfach ist, nicht realisieren. Der Wettbewerb hat, ich sag mal, aufgerüstet, neue Krankenhäuser wurden eröffnet. Das zieht natürlich dort den Patienten dahin, gerade im elektiven Bereich. Und damit gehen natürlich für uns jetzt aus wirtschaftlicher Sicht betrachtet Deckungsbeiträge letztendlich, die für die Sanierung notwendig werden, verloren. Ich habe kurz eine Frage an den Stadtgemeinderat, Herr Ulrich. Wenn Sie sagen, dass im Worst Case auch schon Ende 2014... Unter Status Quo Bedingungen. Unter Status Quo Bedingungen, natürlich. Aber dazu gehört auch, dass Sie erwarten, dass 60 Millionen ausbezahlt werden. Wenn ich das gerade richtig verstanden habe, ist das ein sehr, sehr eng gestrickter Terminplan. Kann es also sein, dass es bis zu der Auszahlung von den 60 Millionen auch schon möglich ist, dass eine Insolvenz droht? Bis dahin droht glücklicherweise keine Insolvenz, weil die bisherige Liquiditätsplanung der Geschäftsführung beruht darauf, dass am 15.02.2014 die 60 Millionen Eigenkapitalerhöhung zufließen. Von dem Zeitplan, den ich jetzt dargestellt habe, gibt es höchstwahrscheinlich 2 Monate Verzögerung, bis diese 60 Millionen dem Unternehmen zufließen können, also Mitte April voraussichtlich. Und bis Mitte April ist die Liquidität des Unternehmens, aber das muss sich die Geschäftsführung dazu äußern, aus meiner Sicht so, dass keine Insolvenzgefahr droht, auch für den Fall, dass die 60 Millionen erst Mitte April fließen werden. Ja, vielen Dank. Nur eine Ergänzung, aber es gibt ja ein Mitglied des Lenkungskreises, das erst am 1. Januar das Amt antritt, aber trotzdem schon täglich rotiert. Und von diesem Mitglied, das es wissen muss, weiß ich, dass die 2 Monate mit Bankkrediten einer ganz besonderen Bank überbrückt werden können. Also ich rechne mit keinem bedrohlichen Liquiditätsengpass zwischen Mitte Februar und Ende April nächsten Jahres. Ist das denn schon ausgemacht, dass die Sparkasse da war? Das ist im Rahmen der gewährten Kreditlinie möglich. Also ich muss dazu sagen, die Kontokorrentkreditlinie liegt bei 10 Millionen Euro durch die Stadtsparkasse. Und die 10 Millionen Euro sind natürlich in der Liquiditätsvorausschau des Unternehmens für 2014 fest eingeplant. Ja, es gibt schon eine weitere. Oh, das ist aber mutig. Bitte. Also, ich bin kein Wirtschaftler und frage jetzt einfach mal ganz naiv, wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass so ein gerade Investment-Test negativ ausfällt? Also, warum wir so intensiv miteinander tagen und uns austauschen, ist doch klar. Sowohl der Gesellschafter wie die Geschäftsführung hat kein Interesse, dass das Unternehmen insolvent wird. Was kann man dagegen tun? Man muss den teilweise gescheiterten derzeitigen Sanierungsplan teilweise ad acta legen. Die Annahme, dass das Unternehmen mit dem Markt wächst, plus 2,5% Cashmix-Punkte pro Jahr, ist von der Realität bisher widerlegt worden. Deswegen ist das jetzige Sanierungskonzept so, dass dieses Jahr sogar weit weniger als 50%, vermute ich mal, von der Prognose bis zum Jahresende her eingefahren werden. Also braucht man ein neues Sanierungskonzept. Das neue Sanierungskonzept darf eben nicht wie das, was Ende 2011 erarbeitet worden ist, wieder mit heißer Nadel gestrickt werden, sondern es muss darauf beruhen, auf einer gründlichen Analyse der Leistungs- und Finanzdaten des Unternehmens. Es hat zur Voraussetzung, dass man eine Marktanalyse macht. München ist der am heißesten umkämpfte Krankenhausmarkt in ganz Deutschland. Das heißt, ich muss mir anschauen, was macht die Konkurrenz derzeit. Ich muss versuchen zu antizipieren, was wird die Konkurrenz in den nächsten Jahren machen. Dann muss ich mir anschauen, was sind derzeit die Stärken und Schwächen des medizinischen Leistungsangebots der Stadtklinikum, was sind derzeit finanziell betrachtete Stärken und Schwächen des Unternehmens.
Und dann ist es Aufgabe, zunächst mal des Sanierungsgutachtens darzulegen, was ist ein medizinisches Angebot der Stadtklinik München GmbH für die nächsten Jahre und hoffentlich auch Jahrzehnte, die zu einer finanziellen Tragfähigkeit dieses Unternehmens führt. Ich muss immer zusammendenken, medizinische Leistung plus vermutliche Marktnachfrage durch niedergelassene Ärzte und Patientinnen und Patienten. Ich muss mitdenken, was wird voraussichtlich die Konkurrenz in München unternehmen. Und dann muss ich diese Zusammenschau haben und dann muss ich mir überlegen, was sind ganz konkret Einzelmaßnahmen im medizinischen Bereich mit jeweiligen finanziellen Auswirkungen auf das Unternehmen, um dann das zu erreichen, was, deswegen heißt auch Private Investor Test, was jeder private Investor tun würde, wenn er sich überlegt, soll ich mein Unternehmen fortführen, und zwar nicht nur kurzfristig, sondern will ich dieses Unternehmen auch langfristig weiterführen, und besteht begründete, optimistische Prognose dahingehend, dass dieses Unternehmen sich auf dem Markt halten wird und dass das, was ich jetzt als medizinisches Leistungsangebot für die nächsten Jahre und teilweise auch für die nächsten Jahrzehnte definiere, dazu führen wird, dass der Realitätstest bestanden wird. Und wie der Name Private Investor Test sagt, ist es immer eine Prognose. Und ich habe gesagt, die Prognose, die Ende 2011 mit heißer Nadel gestrickt worden ist, ist halt von der Realität widerlegt worden. Und deswegen brauchen wir eine hoffentlich weit validere Prognose, die eben dann zum veränderten Geschäftskonzept des Unternehmens führt, zum teilweise veränderten medizinischen Leistungsangebot und hoffentlich dann zu erfreulicheren finanziellen Zahlen als bisher. Herr Costanzo? Ich mal da ein Szenario an die Wand und Sie sagen mir dann, was Sie davon halten. Die Geschäftsführung hat bis Mitte Februar, weiß, dass sie bis Mitte Februar die 60 Millionen von der Stadt braucht. Die Stadt kann sie aber nicht bezahlen. Deswegen ist die Liquidität so geplant, dass bis Mitte Februar das inklusive der 10 Millionen ausreicht. Die Sorge ist aber da, dass das zu Mitte April nicht ausgezahlt werden kann, die 60 Millionen. Deswegen ist ein zusätzlicher Kredit von der Stadtsparkasse nötig. Das ist richtig. Dass das die Vorsorge ist, um nach dem 15. April das Fortbestehen zu sichern. Herr Bergmann. Die Beschreibung der Kreditlinie war überhaupt keine strategische Überlegung für die Zukunft, sondern eine Mitteilung des Kreditrahmens, der gegeben ist. Genau. Herr Bergmann. Also dahingehend muss ich sagen, wir sind in der glücklichen Lage, über ein Risikomanagementsystem zu verfügen, was rechtzeitig gemeldet hat, dass das Geld irgendwann ausgeht, in 2015, um das näher zu spezifizieren. Das ist also dahingehend schon eine gewisse Grundsicherung. Die Geschäftsführung hat natürlich als erste Anzeichen daran schon angefangen, steuernd einzugreifen. Das heißt, ob die 60 Millionen im Februar kommen oder nicht, wird nicht über die Insolvenz der GmbH im Februar, März oder April entscheiden. Es wird zum Jahresende sicherlich eng werden, wenn denn der erfolgreiche Abschluss des Private Investor Tests nicht gewährleistet wäre. Das ist klar. Eine Einplanung der 60 Millionen sind natürlich da, die sind beschlossen worden. Perspektivisch plant man natürlich auch für die Zukunft etwas damit zu tun. Das müsste natürlich dann neu gedacht werden, wenn es nicht so wäre. Aber ich bin sicher, dass wir auch unter den Bedingungen 2014 einigermaßen bestehen könnten. Und spätestens dann sollte das Geld da sein, weil alleine werden wir es perspektivisch auch nicht packen. Das ist ganz einfach ein Fakt. Aber dann haben Sie ganz verstanden, also Sie sprachen davon, Herr Bühle, dass neben den 10 Millionen Konkurrentenkredit noch über den weiteren Überbrückungskredit gesprochen worden ist. Ist überhaupt noch nicht gesprochen worden, weil Herr Sprötgen noch gar nicht Mitglied des Lenkungskreises geworden ist, aber er hat mir mitgeteilt, dass der Kreditrahmen noch nicht ausgeschöpft ist. Das ist ja eine gute Perspektive, ganz einfach zu sagen, wir haben ein Fallback-System, wenn es mal eng werden würde, könnte, in Zweifel ein, zwei Monate auch so überbrücken zu können, bis dann andere Hilfsmaßnahmen ganz einfach greifen. Mit dem Beitrag zur Kündigung von Frau Reising, ist die mit einer Suspendierung, eventuell Betretungsverbot oder sowas verbunden? Da wurde gar nichts. Ich gehe davon aus, dass sie sich sowieso jetzt nicht mehr
Ja, das hat sie mitgeteilt, dass sie nicht mehr erscheint. Ich vermisse den Herrn Lorenz hier. Ist jetzt die Kämmerei alleine zuständig? Nein, aber Sie vermissen auch viele Aufsichtsratsmitglieder. Es sind die beiden Geschäftsführer, nicht alle Angestellten, die bei der Arbeit sind. Und es ist mein Stellvertreter im Aufsichtsrat und mein Stellvertreter im Lenkungskreis. Also um es ganz zu sagen, ich bin hier heute nicht primär als Kämmerer anwesend, auch nicht primär als zweiter Betreuungsreferent, sondern in meiner ehrenvollen und schwierigen Funktion als Stellvertreter des Obermeisters des Leitungskreises. In dieser Funktion nehme ich heute an der Pressekonferenz teil. Sind die beiden Stellvertreter. Ist eigentlich eine Abfindung für die Frau Harrison in jedem Gespräch gewesen? Oder? Nein, es kam ja zu keinem Gespräch, weil es in der letzten Zeit nur Anwaltsschriftsätze gab, denen ich immerhin einen Unterhaltungswert beigemessen habe. Und es gab eine Niederlegung in einem Satz des Amtes. Aber möglicherweise wird sich die Frage von Beendigungskonditionen stellen, falls eine Klage gegen die beiden heutigen Kündigungen erhoben wird. Aber wir gehen nicht vom goldenen Handschlag aus, sondern von einer Rechtsbeziehung, die von Frau Dr. Harrison beendet worden ist. Bitte. Vielleicht noch eine Frage zu diesen Anwaltsschriftsätzen. Wer hat denn diese Anwälte gezahlt? Das Klinikum als Arbeitgeber von Frau Dr. Harrison? Weder das Klinikum überhaupt nicht, sondern Frau Dr. Harrison hat als Privatperson einen Anwalt zu sich gezogen. Und da die ersten Ermahnungen dem Oberbürgermeister galten, dass er keine Berater hinzuziehen dürfe, waren eine städtische Beauftragung. Also das Klinikum ist bis in dieser Kontroverse mit keinem Cent belastet worden, mit Anwaltskosten. Und ich sehe das schon richtig, dadurch, dass man jetzt einen Sanierungsgeschäftsführer einstellt für 2 bis 5 Jahre, nimmt man nochmal extra Geld in die Hand. Das interpretiere ich richtig, oder? Selbstverständlich kostet jetzt viel investiert. Das, nein, Moment, es ist zunächst, Sie könnten auch sagen, es ist der Nachfolger als vor. Als Sprecher, was aber nicht sicher ist, wer Sprecher wird. Und neu ist der eigenständige Arbeitsdirektor. Und ich würde sagen, hätte es den früher gegeben, wäre es vermutlich schon allein durch Sitzungsgebühren einzusparen gewesen. Bitte. Das ist ja immer wieder mal die Idee unbegeistert, das Klinikum könnte ja seine Liquidität schlagartig erhöhen, wenn es die Gebäude verkauft und mietet. Ist das noch eine Option, die überhaupt in Diskussion ist? Darum ging es, also jedenfalls in meiner Anwesenheit nie. Worum es tatsächlich im Immobilienbereich geht, ist die Überlegung, dass das Klinikum das Bauprogramm dieses Volumens, das vorhersehbar ist, nicht stemmen kann, auch nicht den Finanzierungsanteil des Unternehmens, der neben Landesmitteln immer erforderlich sein wird. Und da ist es durchaus eine Überlegung, dass Umbauten oder Neubauten von privaten Investoren errichtet werden und die Stadt für das Mietverhältnis bürgt, sodass ohne Problematik ein langfristiger Mietvertrag geschlossen werden kann. Ich möchte aber immer sofort hinterher schicken, das hat mit Privatisierung überhaupt nichts zu tun, sonst wäre das Kreisverwaltungsreferat samt Ausländeramt und Standesamt bereits ein Privatunternehmen. Es ist aber wie viele Polizeiinspektionen eine öffentliche Behörde, halt in Räumlichkeiten, die von privat angemietet wurden. Als Ergänzung ganz kurz zum Status quo. Das Klinikum kann keine Gebäude verkaufen. Das Stadtklinikum ist nicht Eigentümer, der Immobilieneigentümer ist die Landeshauptstadt München. Stadtklinikum München hat einen sehr langfristigen 99-jährigen Erbpachtvertrag mit der Landeshauptstadt München. Also Verkäufe könnten nur im Einvernehmen mit dem Eigentümer stattfinden. Aber der Obermeister hat darauf hingewiesen, dass die Perspektive nicht ist, dass jetzt Immobilien veräußert werden, sondern es gilt, Überlegungen dahingehend anzustellen, wie soll das
Programm im investiven Bereich finanziert werden. Dazu muss ich auch sagen, natürlich wird dann auf Grundlage des Sanierungsgutachtens und des Sanierungsumsetzungskonzeptes auch ein neues Investitions- und Bauprogramm notwendig werden, weil die alten Programme beruhten immer auf einer fortschreitenden Status quo. Und ich überspitze es jetzt einmal, wenn das Klinikum nicht mehr 3.300 Betten hat, sondern nur noch 2.999 Betten oder 3.001 Betten, hat es natürlich auch Auswirkungen auf Bauprogramme. Deswegen muss man auch die bisherigen Zahlen zum Thema Bau und Investitionsprogramme sich dann nochmal sehr genau anschauen, wenn eben dieses neue Geschäftsmodell für das Stadtklinikum München entwickelt wird. Und dann wird man auch schauen müssen, der Hauptzuschussgeber für Investitionen ist immer das Bundesland, ist der Freistaat Bayern. Also alles, was wir an gegebenenfalls veränderten baulichen Planungen machen, muss mit dem Zuschussgeber, dem Freistaat Bayern, dann abgestimmt werden. Die Gesetzeslage ist so, dass die Länder den größten Teil der Investitionen von Krankenhäusern zu finanzieren haben. Wenn es der Private Investor Test zulassen sollte, wird auch ein Teil der Investitionen von der Landeshauptstadt München finanziert. Den Grundsatzbeschluss des Stadtrats dazu habe ich ja vorhin erwähnt. Es gibt einen Stadtratsbeschluss, dass bis zur Höhe von 127 Millionen Euro die Stadt freiwillig Investitionskostenzuschüsse gibt. Davon sind derzeit 60 Millionen bereits abgeflossen und hängt jetzt von einem positiven Private Investor Test ab, dass die Differenz zwischen den 127 und 60 Millionen in den nächsten Jahren auch noch abfließen werden. Und dann ist zu überlegen, wie schließe ich die Lücke zwischen dem freiwilligen Investitionszuschuss der Landeshauptstadt und den gesetzlichen Förderungen durch den Freistaat Bayern. Die beste Möglichkeit ist theoretisch immer, dass das Unternehmen so hohe operative Gewinne erwirtschaftet, dass das selber diese Lücke im investiven Bereich finanzieren kann. Ist zunächst mal eher unwahrscheinlich, so schnell wird die Sanierung des Unternehmens nicht voranschreiten. Dann gibt es die Frage, wie komme ich an Fremdkapital? Da gibt es die Möglichkeit, Fremdkapital durch Banken zu kriegen für bauliche und investive Maßnahmen. Es gibt die Möglichkeit, auch von anderen Firmen, die Investments tätigen wollen, dafür auch Investment- und Finanzierungsbeitrag zu bekommen. Die erwarten natürlich dann, dass sich ihr Investment verzinst. Und sowas läuft dann normalerweise über die Miete, die dann an den Investor oder Mitinvestor zusammen mit der Landeshauptstadt bei diesem Modell dann von der Klinikum zu bezahlen ist. Ja, vielen Dank. Doch. Eine Nachfrage habe ich noch zu der Kreditlinie. Also, zu wem? Zu der Kreditlinie. Der Dr. Ulrich sagte, die 10 Millionen sind eingeplant. Und dann steht im Raum, dass irgendwas zusätzlich noch kommt oder nicht kommt oder der Kredit noch nicht ganz ausgeschöpft ist. Für den Fall, dass da noch was dazukommen sollte, wie passt das zu den bisherigen Aussagen zusammen, dass das Klinikum derzeit nicht kreditwürdig ist? Nicht Kapitaldienst. Das wird Ihnen, Herr Strötgen, nach dem ersten Lenkungskreis im neuen Jahr gerne darlegen. Aber dann ist ja nicht mehr Sparkasse. Nein, aber er weiß noch Bescheid. Ich glaube nicht, dass in den ersten zwei Wochen gravierende vorgenommen werden. Schlimm. Wobei die Kapitaldienstfähigkeit eher perspektivisch auf Finanzierung ausgelegt ist. Und das andere ja, wenn es um Kreditlinien geht, Konto Corrente, das andere ja das ganze Überbrückungscharakter hat und damit natürlich auch laufend. Also um es klar zu sagen, wenn wir bis spätestens Ende April einen testierten Jahresabschluss 2013 haben, mit einer positiven Prognose zur Weiterentwicklung des Unternehmens, wenn wir einen Finanzplan 14 bis 18 haben, der besser ausschaut als bisher, wenn wir einen positiven Private Investor Test, der weit über das Jahr 2018 hinausgehen muss von der Prognose, haben, dann wird ein Fremdkapitalgeber, heißt der Stadtsparkasse München oder heißt der Bank YYZ, dann ist die Kapitaldienstfähigkeit wiederhergestellt und dann kann auch die Stadtklinikum München GmbH die Hoffnung haben, dass nicht nur eventuell die Stadtsparkasse für Investitionen, längerfristige Kredite zu annehmbaren Konditionen gibt, sondern auch, dass auch andere Bankunternehmen dann Interesse haben, ins Geschäft zu kommen mit der Stadtklinikum München GmbH. Das ist dann die Perspektive ab Ende April, hoffe ich. Da wird nichts passieren für die Qualität. Jo, sehe im Moment keine weitere Frage. Dann bitte ich nochmal um Entschuldigung für eine Pressekonferenz so kurz vorher.
aber andererseits ist es sicherlich einfacher, als hinterher zu telefonieren, was war im Aufsichtsrat, was war im Lenkungskreis. Schöne Feiertage. Aber vorher noch einen guten Bericht.